Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Ich bin heute hier sehr gerne hergekommen, weil ich denke, dass wenn der Al-Quds-Tag hier in Berlin von Demonstranten begangen ist, dann ist es eine Sache aller Demokratinnen und Demokraten, dagegen auf die Straße zu gehen. Aus der Tradition des Al-Quds-Tags kann man auch trotz aller Camouflage nichts mehr Gutes machen. Der Al-Quds-Tag geht zurück auf den iranischen Revolutionsführer Khomeini, der ihn ausgerufen hat, um Jerusalem frei zu machen von Juden, um gegen das Existenzrecht Israels zu agitieren. Und das ist der Kern dieses Tages, und gegen diese Haltung müssen wir gemeinsam in Berlin Flagge zeigen. Al-Quds ist ja das arabische Wort für Jerusalem, Wir träumen von einem in Jerusalem, das zugänglich ist für alle Weltreligionen, für Juden, Christen und Muslime. Eine Stadt, in der alle Menschen friedlich zu ihren heiligen Städten pilgern können und beten können, zu ihrem Gott in der jeweils ihnen aufgegebenen und geglaubten Art und Weise. Das ist ein ganz anderes Jerusalem als das, was der Al-Quds-Tag hier formuliert. Und in diesen Tagen wird diese Veranstaltung ja wahrscheinlich mehr Zulauf haben aufgrund des aktuellen Nahostkonflikts. Deshalb will ich dazu was sagen. Heute tritt das israelische Sicherheitskabinett zusammen, um darüber zu beraten, dass es einen 7-tägigen humanitären Frieden gibt. Und ich hoffe, das Kabinett wird sich dafür entscheiden. Weil wir brauchen einen Waffenstillstand in der Region. Israel hat zweimal den Vorschlag von Ägypten akzeptiert. Hamas hat ihn zweimal abgelehnt. Das ist zynisch gegenüber der palästinensischen Bevölkerung im Gaza. Und wenn ich die Demonstrationen hier in Deutschland sehe, ich verstehe die Verzweiflung vieler Menschen über die vielen unschuldigen Opfer auf beiden Seiten. Aber man kann nicht nur einen Stopp der militärischen Aktion Israels fordern, ohne zu fordern Beendigung des Beschusses Israels und von Attacken aus dem Gazastreifen. Es ist zulässig und notwendig, darüber zu reden, ob die einzelnen militärischen Aktionen auch der israelischen Armee dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit entsprechen. Das diskutiert man in Israel, das diskutiert man in Deutschland, und es ist eine wichtige völkerrechtliche Frage. Aber man muss diese Frage diskutieren vor dem tatsächlichen Hintergrund, dass die Hamas alles tut, um die israelische Strategie, zivile Opfer zu vermeiden, zu hintertreiben. Sie nutzt leere Schulen der Vereinten Nationen als Waffenlager. Sie verhindert, dass Menschen, die gewarnt wurden vor einem Angriff der israelischen Armee, den Ort verlassen können, um sich in Sicherheit zu bringen, damit das Ziel allein die militärische Infrastruktur der Hamas bleibt. Das ist die Tragödie und die dramatische Falle, in der Israel auch in diesem Konflikt steckt. Deshalb müssen wir alles hier von Deutschland aus tun, und da ist auch die Bundesregierung gefordert, Druck zu machen in der internationalen Diplomatie auf die Türkei, auf Katar, dass sie ihren Einfluss auf Hamas geltend machen
damit es endlich zu einem Waffenstillstand kommt. Und nach einem Waffenstillstand darf man nicht zur Tagesordnung übergehen. Nach einem Waffenstillstand muss der Wiedereintritt in Friedensverhandlungen kommen, weil ansonsten erleben wir das gleiche Spiel in irgendeinem Zeitabstand von einem Jahr, von einem halben Jahr oder von mehreren Jahren. Es muss diese ewige Wiederholung des Gleichen, wo immer wieder viele Menschen sterben und Wochen und Monate lang in Angst leben müssen, das muss ein Ende haben. Und ich möchte noch was zu sagen zu den Diskussionen in den letzten zwei Wochen in unserem Land, insbesondere zu den Demonstrationen. Ich finde es völlig legitim, wenn Menschen auch auf die Straße gehen und an konkreter israelischer Politik, an konkreten Militäraktionen Kritik zu üben. Das ist okay, darüber muss man in einer Demokratie diskutieren und streiten dürfen. Aber mit Antisemiten geht man nicht auf die Straße und deshalb ist es unerträglich, wenn Rechtsextremisten... Bravo! Bravo! Islamisten, Menschen aus der Mitte der Gesellschaft und auch aus der deutschen Linken gemeinsam auf Demonstrationen auftauchen und nicht mal merken, dass nebenan der Holocaust geleugnet wird, Juden herabgesetzt werden, das Existenzrecht Israel verleugnet wird. Bei aller Diskussion, da ist eine rote Grenze für Demokraten und wer die nicht sieht, disqualifiziert sich dauerhaft als demokratischer Mitspieler. Und deshalb bin ich dir, Jörg, auch dankbar, dass du gerade klare Worte gefunden hast. Auf unserer Veranstaltung, wo wir für Menschlichkeit, für Miteinander von Juden, Muslimen und Christen stehen, haben Leute von ProKöln nichts zu suchen, die Islamophobie predigen. Das ist genauso schlimme Menschenfeindlichkeit wie Antisemitismus. Das dulden wir nicht in unseren Reihen.